Und dann kannst du hier vielleicht kannst du verkaufen, dann kannst du weitermalen. So ein bisschen ein Künstler, also dass er ein bisschen Bilder malt, ein richtiger Künstler wird. Kann er eigentlich auch Gitarre spielen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir kaufen uns mal einfach mal so ein bisschen, ne, ein paar neue Sachen. Bisschen, wir haben jetzt genug Geld, 12.000 auf der Uhr. Und so ein bisschen mal einrichten. Wir haben jetzt die Sims einrichten, das ist ein bisschen Qualität. Zum Beispiel das Bett. Ist das schon ein gutes Bett? Damit sie auch schlafen kann. Also, wir gucken mal, wo ist das teuerste Bett? Ein Mannbett. Das wäre dann das Beste. Das ist ja für Kinder, aber da ist ein Doppelstockbett. Ist schon das, ne? Also es ist schon das beste Bett. Und das hier ist ein Hochbett. Als Hochbett finde ich das eigentlich gut. Also es passt, ne? Auch mit der Kiste da unter. Der Computer ist gut. Das können wir alles so lassen. Ist auch das Dings ja. Der Kühlschrank ist das. Ist ja schon neuer. Ja, ist ja schon. Der Herd ist neu. Ist eigentlich alles neu. Die Dusche ist neu. Hier ein paar neue Stühle, glaube ich. Denn ist immer so ein bisschen. Haben die. Es gibt gar keinen Komfort. Ich bin noch so ein bisschen Sims 3 geschickt. Okay, die Sofas möchte ich gerne umtauschen. Die habe ich ja nur mal als Testweise, aber ich mag die jetzt doch nicht so gerne. Muss ich es leider sagen. Da hätte ich doch gerne irgendwie passendere. Mal gucken, zweier Sofa. Ja, so eine schöne hier, so ein einfach so ein bisschen Stil, echt. Fährt man natürlich nach oben, so ein bisschen. So richtig schön braun, finde ich eigentlich, passt eigentlich schon sehr gut. Nein, danke, war alles okay. Und der Fernseher, der kann auch mal neuer, ja. Da muss halt nicht jetzt so ein billiger sein. Dann nehmen wir einfach mal so einen schönen. Yep. 8000 auf der Uhr. Ja, so ein bisschen. Ach, mein Freund. Dann begeben wir uns in die Künste der modernen Kunst. Genau, eine Gitarre. Ich will mal gucken, ob man. Wenn er spielen kann, bin ich begeistert. Aber ich wette, das kann er nicht. Das wäre ein bisschen zu strange. Das ist eine schöne weiße. Kann er nicht. Aber kann man ja trotzdem mal kaufen, falls er den Empfang anfängt. So. Also mit Malen, das finde ich schon schön. Dann malen wir gleich mal. Und zwar diesmal ein mittleres. So, das wird ganz toll. Aber das finde ich schön, dass die Kinder. Okay, es werden so eine Kindergemälde, ja, aber es fängt ja an damit. Und somit lernt er so ein bisschen die malerischen Fähigkeiten. Es hat so ein bisschen, ja, eigenes Kind, so ein bisschen. Er mag Latin. Er passt auch nicht zu ihm, so, warte mal. Ja, das ist so Sims 2 auch Musik, die mal lief da im Radio. Das war mal dieses. Backstand. Das könnten wir auch machen. Unten Backzeug verkaufen. Ich hoffe, das wird auch extra bezahlt. Ja, wieso muss hier extra. Wir müssen noch ein bisschen forschen und Logik lernen. Aber das können wir ja nicht, wenn wir mal gerufen werden. Das ist halt der Stress einer Ärztin. Ne? Das muss er abkennen. Anders geht es nicht. Apropos, geht es nicht. Du musst mal deinen Gummi füttern. Sonst wird's. War's das mit ihm? Und außerdem musst du ins Bett.
Okay. Was sein muss, muss sein. Kannst ein bisschen spielen mit ihm. Hat er schon gegessen? Ja. Wusche, wusche. A neefy glaby norkel blips, feed up gore brib, be down, nibbler be. Oh, a stoby sweet. Die Haare passen schon. Oh, whoops, wibbadoo. Oh, yumbozarbs flortchim. Ne flup, schup, dup, dup. Oh, 5000 haben wir, das reicht ja wohl aus. Nochmal. Das Leben einer Ärztin. Kann sie erstmal ihr Essen fertig machen, damit sie wenigstens etwas Gescheites kriegt. Nein, du hast noch Hunger. Du isst erstmal ein Snack und zwar eine Dosensuppe. Und danach gehst du schlafen. Obwohl. So. Hausaufgaben haben wir, Laune haben wir. Morgen ist Musestag, das heißt praktisch. Ja, in 4 Tagen ist der Herbst hier. Wo ist sie hin? Vielleicht kommt sie rauskochen. Du musst ein bisschen. Was ein Tag, ja. Ja, mal was zu essen machen. Ja, der Vater schon wieder, der kam doch schon mal. Alte Freundin, alte Freundin. Ja, wir haben lange nicht unsere Kollegen. Nashville. So viele Leute. Da schnarcht aber jemand. Und da ruckelt jemand. Ganz ruhig, mein Freund. So, jetzt schön kochen hier. Nicht bitte dich anbrennen lassen. Das wäre ganz, ganz toll. Du bist schon am Verhungern. Kannst du mal mit deiner Freundin schreiben. Und ein paar anderen Leuten einfach so ein bisschen. Ach so. Ist was geworden. Lecker. Das ist schön. Kochen möchte sie lernen, da machen wir natürlich einen Schachtisch. Schachtisch. Ach du Schande, ja, das ist eigentlich sehr gut. Warte mal. Das wird erstmal nichts, aber das kann. Das ist so laut auf die Ohren. Ein Schachtisch ist gar nicht so schlecht. So, dann machen wir das so. Ein bisschen Luft. Ja, dann ist das so am Fenster. Ja, so sein, aber es ist ein bisschen zu. Ja. Kannst du ein bisschen Logik lernen, also. Selten. Heute ist Musestag, genieße das schöne Wetter, dreh ein paar Runden im Pool oder mach einen Schuhrundengang beim Surfest. Musestag ist der Tag, an dem du dich von der Arbeit oder Schule erholen und dich entspannen kannst. Das heißt, wir haben frei, jawohl. Du möchtest eine Poolparty veranstalten.
Das können wir gerne machen. Das möchte ich, das können wir gerne machen. Ich dachte, das hast du jetzt gegessen. Manchmal traurig. Das solltest du da auch rein wegstellen. Warum machst du das nicht? Was ist denn dazwischen gekommen? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich irgendwas wieder. Das sieht auch sehr nach Kind-Dings aus. Ich glaube, Kinder sollten noch nicht malen. Erst mal was essen und dann kannst du eigentlich eine Party veranstalten? Yep. Zum Sommerfest gehen. Gucken wir mal, können wir das jetzt einfach machen, so eine Party? Gucken, ob er das kann. Weil wenn er steht, die möchte ich es gerne machen. Okay. Da wollen wir mal. Ja, Party. Ach du Schande. Pyjama-Party, okay, das ist eine Geburtstagsparty, Festessen-Party, also Geburtstag, ne, ist klar, machen wir irgendwann. Pyjama-Party ist halt natürlich nur Kinder, aber Festessen ist halt Weihnachten, Kostüm-Party ist Halloween, Festessen ist ein Dankfest, Kostüm-Party, Geschenk-Party ist Weihnachten, Lagerfeuer-Party ist dann halt Studenten-Party, ich würde fast sagen, also wir machen, ich kann ja nicht mehr, auf jeden Fall machen wir bald eine Geburtstagsparty. Er so im Herbst hat er Geburtstag, machen wir so, das heißt, dann machen wir hier eine Party und dann wird er älter zum Teenie irgendwann, aber das ist noch ein bisschen Zeit. Jetzt ist doch mal ein Sommerfest, ist besser für ihn. Und dann kannst du mit Windy mich verabreden, warte mal. Nach Hause dann kannst du machen. Ich kann es erstmal machen. Die Musik, ne? So, ich finde aber, es sieht schon cool aus, ne, mit dem Schnitt. Ja, möchtest du vorbeikommen? Super. Glorn, Glorn. Awinga. Da würde ich sagen, gehst du vorne mal schnell auf Toilette. Nicht nochmal duschen. Warum? Einfach so macht man ja. Toilette gehen. Essen ist da. Und da wird ja ein bisschen gefeiert, also ein bisschen halt Spaß gehabt. Man kann irgendwo hingehen, ich weiß es noch nicht.
Eine Prinzessin, ja, das könnte auch was. Sommerfest gehen, dann machen wir sowieso. Du machst eine Poolparty mit den Leuten. Das will ich machen. Machen wir eine Poolparty. Warte mal, das können wir mal machen. Also eine Party im Pool. Ja, ich möchte gerne eine Poolparty veranstalten. Pass mal auf. Also. Also es heißt wahrscheinlich, denk, wir müssen das irgendwo machen, wo ein Pool ist. Aha. Also wo sowas ist. Haben wir überhaupt den Pool? Da oben können wir es machen, aber da kann nicht jeder hin. Schade. Hier könnten wir das machen. Müssen wir. Ich muss mir da mal da schlau lesen, müssen wir, wie man das genau macht. Also, Partys habe ich noch nie gemacht und ich möchte aber erstmal ein bisschen hier auf Karriere setzen. Party kommt später irgendwann. Natürlich, das ist sie, ne? So, was möchtest du gerne im Meer schwimmen? Ist klar. Ich warte mit Win. Ich möchte mit Win eigentlich dahin gehen zum Park, aber ich warte jetzt einmal, bis sie kommt. Falle aufstellen für Win. Okay, dann müsste gleich kommen. Winline, wo bist du? Oder kommt jemand hoch? Nee. Hi, hier ist Win Xion. Ich dachte, ich komme mal vorbei. Ich dir von der Sprinter reinlassen. Yay, sie kommen nach oben. Wir hatten ja am Anfang ein paar Probleme. Ach, war das jetzt Win oder was? Okay. Ja, und der Künstler ist gleich wieder an der Arbeit, ne? Winnie Boy, Winnie. Geschenk geben, wir haben nicht viel. Mal kennenlernen. Und erstmal so nach Tag fahren, das können wir immer machen. Ganz sozial. Winnie Boy. Winnie Boy, sag ich Winnie Boy. I feel nothing. Win, bleib stehen. Wir haben keine Geister. Du bist schlau. Wie war denn schon dein Tag, Kleine? Das ist so cute, ne? Clara Fontaine wurde zu einer Party eingeladen, die vorher über deine, okay. Hey Clara, ich habe gehört, dass du auf einem Sprungbrett eines drauf hast. Habe ich einen Puppe? Ja, natürlich. Hey, wir haben gehört, dass du, du hast in, am Sommerfeiertag noch nichts vor. Die Sonne scheint und das Meer ist warm. Kommt doch vorbei zu Puba. Die Zeit 13 Uhr. Bekleidung und Badeklang natürlich. Ich komme natürlich. Es ist 13 Uhr, ich weiß aber trotzdem. Wo. Ach nee, ich weiß, wo das sein muss. Die wohnen ja. Xion, ne? Fall, da und Fall. Wo ist Xion? Das war, glaube ich, auch in den, ja, hier, wo, genau, ja, da, oh, Xion. Die sind, bei den Stars, da ist die Party, das kann aber werden. Party? Ach, darum ist ja auch ein Star hier, die Win, weil, ja. Ja, die gehört ja zu den Vocaloids. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt zur Poolparty. Da können wir auch was essen, denke ich mal. Das heißt, wir werden nichts jetzt essen.